Filme, die ihr Franchise ruinieren? Hollywood dreht sich seit Jahrzehnten um Serien. Von James Bond zu Harry Potter, vom Psycho zu Godzilla. Filmreihen nannten wir das früher. Heute schlägt der Hollywood-Puls höher, wenn die Investoren Franchise und IP, Intellectual Property, hören. Denn sie versprechen das große Geld und riesige Fandoms, Merchandise und viele, viele Ableger, Spin-offs und Reboots. Das Franchise dominiert deshalb die Filmwelt. Selbst in Deutschland mussten Manta Manta 2 und Chantal die Kassen nochmal klingeln lassen. Egal, wie gut die Filme sind. Doch manchmal geht diese Zauberformel nicht auf und es passiert das, was nie passieren sollte. Ein Film beendet ein ganzes Franchise. Und das nicht wie der letzte Potter-Film oder das Finale von Hunger Games gewollt, sondern völlig ungeplant. Wie sowas passieren kann und was die Folgen sind, wir schauen auf die schlimmsten Franchise-Zerstörer im heutigen Spotlight. I think this is the beginning of a beautiful movie franchise. We're in a franchise. Bring me franchisable IP. You may have ruined the whole franchise. Just like that beauty shop movie ruined the barbershop franchise. The theme? Movies that kill their franchises. Hast du heute auch wieder einen Mystery-Film, bei dem alle mitraten können? Absolut, und der war wirklich ein Tiefschlag fürs Franchise-Kino. Okay, also ich rate einfach mal blind. Beverly Hills Cop 3. Der war zwar ein Debakel und um Meilen schlechter als die ersten beiden und auch an den Kassen enttäuschend, aber nein, den meine ich nicht, auch wenn es aktuell gerade passen würde. Und er hat ja auch ohne Remake oder Reboot dann tatsächlich ein Sequel bekommen. Naja, 30 Jahre später. Okay, er hat dem Franchise einen Dämpfer versetzt, kein Zweifel, aber den meinte ich nicht, auch wenn er zeigt, wie typische Franchise oft enden, nach einem dritten Teil. Wir hatten das ja auch mal im Spotlight über Trilogien und warum so oft Filmreihen auf drei Teile gestreckt werden, ob sie es hergeben oder nicht. Aber dann weiß ich's, Blade Trinity. Nein, über den hatten wir ja auch schon mal ein ganzes Spotlight, was für ein absoluter Horror die Dreharbeiten zu dem Film waren und warum Wesley Snipes komplett durchgedreht war. Deswegen nein, er ist nicht unser Mystery-Film und der ist auch kein dritter Teil. Okay, kein dritter Teil, aber trotzdem richtig schlimm, dass er das Franchise beschädigt hat. Dann schätze ich Batman und Robin. Auch sehr naheliegend, der Film, bei dem jeder jetzt sofort losgrölt. Haha, Nippel, der Nippelfilm. Obwohl der Batsuit auch im Vorgänger Batman Forever schon angedeutete Nippel hatte, was, wie der Kostümdesigner José Fernández erklärt hat, inspiriert war von römischen und spartanischen Rüstungsbrustplatten, die oft auch so aussahen, worüber sich aber irgendwie nie jemand lustig macht. Bei Batman und Robin war es dann doch noch etwas deutlicher, weil das ganze Design dort noch comichafter übertrieben war, weil sich Joel Schumacher mehr am Silver Age Batman der 60er Jahre orientierte. Weniger Dark Knight, mehr Pop-Ironie, was auch zu den Villains passte mit Arnie's Mr. Freeze, Uma Thurman's Poison Ivy, mit Bane als ihr Bodyguard und Alicia Silverstone als Batgirl. Der Vorgänger Batman Forever, der war ja ziemlich erfolgreich gewesen, hatte deutlich mehr eingespielt als Burtons eigene Fortsetzung Batman Returns. Der erste Burton Batman, der war ja ein gigantischer Erfolg mit 411 Millionen Dollar Box Office 1989 bei gerade mal 48 Millionen Budget. Batman Returns galt als Enttäuschung, weil er bei höherem Budget nur 266 Millionen eingespielt hat und die ganzen Spielzeuge und Werbekunden waren verstört, weil alles so brutal und irgendwie sexy und düster war und so gar nicht zum Happy Meal passte, was sie damit eigentlich verkaufen wurden. Kinder fingen an zu heulen in dem Film. Deswegen ersetzte Warner Burton dann durch Schumacher mit dem expliziten Auftrag, einen familienfreundlicheren Film zu drehen. Und der schlug dann auch ein und lieferte mit 336 Millionen Dollar Boxoffice wieder mehr ab und brachte vor allem wieder viel mehr Kohle über Tie-In-Produkte, also wie Spielzeug, Klamotten, Fastfood und so weiter. Das heißt, Warner war sehr happy mit Schumachers Kurs und drängte ihn deswegen auch in Teil 4 noch mehr Werbeintegration reinzupacken und es noch teuiger, wie gesagt wurde, spielzeugmäßiger zu machen. Spielzeughersteller hatten sogar Einfluss auf das Design von Kostümen und Dingen, wie zum Beispiel die Waffe von Mr. Freeze. Und die Stars beschwerten sich hinterher, es würde sich zum Teil mehr anfühlen, wie ein Werbespot für Spielzeug zu drehen, statt einem Film. Die viel geschmähte Bad Credit Card Scene, das war eine Art von Schumacher, diesen Druck zu kommentieren und satirisch zu überhöhen. Aber ja, vieles passte nicht. Der dritte neue Batman-Darsteller nach Keaton und Kilmer, ein George Clooney, der
ja die Rolle auch nicht wirklich ernst nahm. Der Film war erfolgreich genug an der Kasse. Er spielte wie Batman Returns 238 Millionen weltweit ein, aber er war auch deutlich teurer gewesen. Plus, er kam weder bei der Kritik noch beim Publikum an, dass diese Art von Camp und Verarsche der Figuren gepaart mit extremen Fokus auf Merchandise einfach durchfallen ließ und Batman im Kino erstmal erledigte. 8 Jahre sollte es dauern, bis Batman Begins einen Neustart wagte, der diesmal jeden Anflug von Humor ausblendete und einen noch darkeren Dark Knight etablierte als Burton, der ja immer noch irgendwie Spaß an comichafter Übertreibung hatte in seinen Filmen. Nolans Batman war kein Spaß, kein Sex, nur Rache und passte damit irgendwie auch in die Nullerjahre. Batman ist ja eh eines dieser Uralt-Franchises, oder? Gab's das nicht schon in den 40er Jahren als Serie? Ja, generell ist Franchise-Kino viel älter, als wir heute denken. Und für alle, die uns auf Patreon supporten, gibt es auch wieder ein ganz weites Ausholen über die Geschichte des Franchise-Kinos, wie das überhaupt entstanden ist und was eigentlich die Vorläufer des Marvel Cinematic Universe waren damals. Ein extra Bonusvideo, in dem wir wieder tiefer ins Thema abtauchen können. Genau das Richtige für echte Filmfans. Wenn ihr das Video sehen wollt, plus unseren Podcast hören wollt und weitere Goodies wie Discord-Zugang, dann werdet doch einfach Flip-Supporter. Das sichert, dass wir weitermachen können und es auch in Zukunft Deep Dives wie diesen hier für alle gibt. Oder lasst uns auch, wenn es euch gefällt, einfach mal ein einmaliges Trinkgeld auf PayPal da. Genau, macht das. Aber jetzt nochmal zum Mystery-Film. Ich habe da eine Vermutung. Allein schon, weil es bei uns auch immer so ein Dauerbrenner ist. Episode 8. Es muss natürlich kommen. Er ist wohl der Film, der ursächliche Auslöser für die zweite große Fanspaltung war. Die erste waren die Prequels? Genau. Hatten wir ja auch schon mal in einem Spotlight, warum es eigentlich keine Star Wars Fans gibt, sondern nur verschiedene gespaltene Lager. Die OT-Fans, der Original, die Prequel- und Clone Wars Fans und die wenigen, die irgendwie alles mögen. Und dann die Leute, die nur Episode 8 mögen im Wesentlichen. Genau aus den Gründen, warum andere sie hassen. Aber wenn wir die ideologischen Diskussionen jetzt einfach mal beiseite lassen, Star Wars war ja nie so richtig tot. Riecht nur ein bisschen komisch. Und Episode 8 war mit 1,33 Milliarden Dollar weltweit schon ein finanzieller Mega-Erfolg. Der Film, der Kino Star Wars dann wirklich erledigt hat, das war Episode 9 mit nur knapp 1 Milliarde Box-Office und direkt davor Solo, der wohl viel, viel krassere Auswirkungen hatte. Die Sequel-Trilogie war ja im Endeffekt vertrautes Pflaster. Doch Solo war der Film, der das Star Wars Extended Universe mit Standalone-Filmen im Kino zementieren sollte. Rogue One war ein Erfolg, bot aber größtenteils neue Figuren und war abgeschlossen. Solo wagte sich erstmals dran, eine klassische Figur neu zu besetzen und deren Vorgeschichte zu erzählen. Ehe Solo ins Kino kam, waren 2013 Filme mit Boba Fett, ein Obi-Wan-Film und ein Yoda-Film angekündigt. Außerdem ein Jabba the Hutt-Film sollte kommen und Filme, die die Game of Thrones-Macher Benioff und Weiss drehen sollten und noch einer von Kevin Feige. Und natürlich die Trilogie, die Rian Johnson sicherlich noch drehen wird. Ja, sicher, sicher. Das waren alles Pläne, bis Solo dann rauskam. Der hatte 340 Millionen Dollar gekostet, ohne Werbung, weil Lucasfilm ihn fast nochmal ganz neu drehen ließ, weil sie mit dem, was die Regisseure Lord und Miller machten, damals nicht happy waren. Das Ganze war zu weird, zu viel Comedy, zu experimentell und das Letzte, was Disney nach dem Shitstorm um Last Jedi wollte, war noch etwas, das Star Wars Fans aufregt. Lord und Miller hatten auf der anderen Seite keinen Bock, sich vom Drehbuchautor Lawrence Kasdan ihren Job erklären zu lassen und sie wurden gefeuert. Dann wurde Ron Howard rangeholt, ein braver Regiehandwerker, der rund 70% des Films nochmal neu drehte, nach Lucasfilm Wünschen, was den Film super teuer machte, der dann nur mittelmäßige Kritiken einfuhr. Hauptdarsteller Alden Ehrenreich überzeugte nicht als Han und Donald Glover als junger Lando wurde letztlich als das einzig richtig Gute am Film bezeichnet. Und schlimmer noch, der ganze Film spielte nur 393 Millionen Dollar ein. Das war also ein fetter Verlust. Das führte dazu, dass diese ganzen großen Standalone-Filmpläne erstmal auf Eis gelegt wurden und entweder in den Müll kamen oder zu Disney-Plus-Serien umgebaut wurden. Episode 9 zementierte dann nur das Gefühl, dass Star Wars im Kino erstmal eine lange Pause braucht.
Apropos lange Pause, das hat doch auch der vierte Karate Kid Film geschafft. Ja, der ist auch ein gutes Beispiel für Filmfranchise, die es schaffen, eine Trilogie schlecht zu beenden, dann 5 Jahre später einen Neustart zu wagen, der aber kein Reboot ist und damit dann auch noch scheitern. Moment, dann hat Karate Kid 4 das gar nicht alleine zu verantworten? Ich dachte, den wollte niemand sehen, weil das Kid ein Mädchen war und Ralph Macchio nicht mehr dabei ist. Das hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt, aber eigentlich war die Reihe schon mit Teil 3 erledigt. Er hat nicht nur furchtbare Kritiken bekommen und auch der Regisseur von Teil 1 hat ihn gehasst und Ralph Macchio meinte hinterher, der Film würde sich wie ein Cartoon-Remake des ersten anfühlen und der Film ist am Box-Office gefloppt. Er hat 38,5 Millionen eingespielt, der erste Karate Kid und der zweite hatten es auf jeweils 130 Millionen gebracht, also ein krasser Abfall. Das heißt, die Marke war schon 1989 super stark beschädigt und dann als The Next Karate Kid 1994 den Neustart mit Hilary Swank als Julie versuchte, wurde es nur noch schlimmer. Da konnte dann auch Pat Morita als Mr. Miyagi nichts retten und dass die Kritiker Swank attestierten, dass sie das Beste aus ihrer mageren Rolle machte. Der Film kostete zwar nur 12 Millionen, spielte aber auch nur 16 ein und das besiegelte dann endgültig das Schicksal von Karate Kid, bis Will Smith 16 Jahre später, 2010, seinen Sohn Jaden dann in ein Remake mit Jackie Chan zwängte. Das war das, wo das Karate Kid kein Karate lernt? Ja, das war das, wo das Karate Kid kein Karate lernt. Jaden Smith muss Kung Fu lernen und war eigentlich viel zu klein für die ganze Story. Er war noch nicht mal in der Pubertät, er hatte es weder schauspielerisch drauf und diese ganze Love Story mit ihm, das war komplett unglaubwürdig. Also auch ein Fehlstart ohne Sequels, obwohl er an der Kasse genug einspielte. 359 Millionen bei gerade mal 40 Millionen Budget, aber irgendwie wurde aus dem Sequel dann doch nie was. Und zum Glück auch nie aus einem angedachten Crossover, dass Karate Kids Tochter und Rocky Balboas Sohn zusammen ein Dojo eröffnen lassen sollte, das Ralph Macchio dankend ablehnte. Was übrigens auch ein kleiner Hinweis auf unseren Mystery-Film ist, man muss nicht jede dumme Idee umsetzen. Dafür gab es dann Creed als Rocky-Spin-Off und die Karate Kids-Serie. Ja, also eine Live-Action-Serie nach der animierten aus den späten 80er Jahren. Cobra Kai wählte den Wicked-Weg, also fokussierte auf den Bad-Guy-Charakter Johnny Lawrence und fand damit einen ziemlich interessanten neuen Ansatz. Inspiriert wurde das Ganze wohl vom Musikvideo Sweep the Leg von No More Kings, in dem William the Bad Guy und Ralph Macchio damals nochmal für das Musikvideo ihre alten Rollen spielten. Was The Bad Guy dann auf die erste Idee für so eine Serie brachte und beide traten danach dann auch noch in Sketchen von Funny or Die und in einer Episode von How I Met Your Mother auf, deren Popularität YouTube dann wohl überzeugte, das Konzept für Cobra Kai, dass das eine gute Idee ist und sie haben dann die ersten Seasons 2018 als damals noch YouTube Original produziert, auch wenn die Serie erst auf Netflix wirklich zum Erfolg wurde, der ja jetzt gerade mit Staffel 6 endet, die gerade gestartet ist. Und obendrein soll 2025 dann noch ein neuer Film mit Ralph Macchio und Jackie Chan kommen, der aber wohl als Fortsetzung des 2010er Films gedacht ist und wohl nicht als Kinofortsetzung von Cobra Kai. Das klingt wie eine mittelgute Idee. Vielleicht hätte man die Reihe im Kino einfach mal nach 3 beerdigen sollen? Ja, auf den Gedanken könnte man generell kommen, denn oft schleppen sich Filmreihen ja schon mit Mühe und Not zur Trilogie, selbst welche, deren erste Teile wirklich brillant waren. Der erste Superman-Film von Richard Donner war super. Der zweite Teil, den er zum Großteil auch noch gedreht hatte, eher wegen Krach mit dem Produzenten gefeuert wurde, war auch noch gut, aber schon Teil 3 war eine ziemlich klamaukige Angelegenheit, die nicht gerade gut wegkam bei der Kritik und signifikant weniger einspielte. Da half auch der damals super populäre Richard Pryor nichts, der ja als Nebenrolle fast mehr Screentime hatte als Christopher Reeve, der eigentliche Hauptdarsteller. Teil 3 spielte rund die Hälfte ein von dem, was die ersten beiden einbrachten und das war zusammen mit dem Megaflop des Spin-Off-Films Supergirl auch der Grund, warum die Rechte am Franchise dann von den Salkins, also den früheren Produzenten, zu Canon Pictures wanderten, die dann Teil 4 drehten. Moment, Canon? Diese Trash-Filmfirma, die ganzen Chuck Norris und Charles Bronson-Filme und sowas wie Electric Boogaloo gedreht hat?
Ja, die wollten damals ein richtig großes Studio werden und effektgeladene Blockbuster produzieren und suchten sich dafür zwei Projekte aus, Masters of the Universe und Superman IV: The Quest for Peace. Beide wurden viel zu teuer und bei Superman wurde in letzter Minute kurz vorm Dreh das Budget noch halbiert, was zusammen mit einem schlechten Drehbuch dann zu einem Desaster führte. Ein Film, in dem Superman einfach die Politik übernimmt und alle Atomwaffen zerstört und sich mit einem lausig getricksten Nuclear Man prügelt und radioaktiv verseucht wird. Gut gemeinte Botschaft, aber leider ein sauschlechter Film, der genau wie Masters of the Universe komplett floppte und Canon Pictures ziemlich ruinierte. Erst 19 Jahre später gab es dann mit Bryan Singers Superman 2006 einen weiteren Film mit dem Stählernen, der bis dahin ins TV verbannt war, in einer Rom-Com-Serie und im ziemlich erfolgreichen Smallville. Und fast dasselbe spielte sich auch noch mit einem anderen legendären Franchise ab, nämlich dem Weißen Hai. Erster Teil, einer meiner Lieblingsfilme ever, absolutes Meisterwerk. Zweiter Film, boah, okay. Dritter Teil, schon ziemlicher Schrott, der in 3D gedreht wurde und bei dem schon niemand mehr von den Stars aus Teil 1 dabei war und über den Hauptdarsteller Dennis Quaid, der den Sohn des Sheriffs aus Teil 1 spielte, später sagte, er wäre die ganze Zeit ziemlich druff gewesen. Ja, wahrscheinlich konnte man es nur so ertragen. Ein wirklich sehr mieser Film, der dann aber trotzdem ein Sequel bekam, das schon der Versuch eines Soft-Reboots war, denn er ignorierte einfach Teil 3 und war eher eine Fortsetzung von Teil 2 mit Lauren Gray, die nochmal die mittlerweile Witwe des Sheriffs spielte, weil sie sich einfach den echten Hauptdarsteller aus Teil 1 nicht mehr leisten können, Roy Scheider. Trotzdem gab es für sie aber hochkarätige Co-Stars wie Michael Caine, Mario von Peebles und Lance Guest. Michael Caine hat wohl nur mitgespielt, weil die Gegend, die Bahamas, wo gedreht wurde, ganz schön war und er gut bezahlt wurde. Er hat später gesagt, den Film habe ich nie geguckt, der soll scheußlich sein. Aber das Haus, das ich mir mit dem Geld vom Film gekauft habe, kenne ich. Das ist wundervoll. Der Film, der damit endet, dass der Hai einfach mal explodiert, nachdem er von einem Boot gerammt wurde, war ein Flop und der letzte Sargnagel für den Weißen Hai-Franchise. Bis heute gab es keinen neuen Film, keine neue Serie. Aber hunderte schlechte Hai-Filme. Ja, leider kann man die guten wirklich an einer Hand abzählen, aber wenn schon das Original es nicht schafft, wie sollen es dann die Nachahmer? Und wir sehen ein Muster, ein dritter schlechter Film, dann ein katastrophaler vierter und dann ist Schluss. Schon bitter. Aber wie sieht's denn jetzt mit dem Mystery-Film aus? Du hattest ja gesagt, dass es kein dritter Film einer Trilogie ist. Deswegen tippe ich auf Speed 2. Nein, der ist es auch nicht, aber Speed 2 oder Cruise Control, wie er als Untertitel im Original heißt, hat in der Tat etwas abgewürgt, was ein sehr verheißungsvoller Franchise werden sollte. Speed 1 war eine neue Idee, eine Überraschung. Ein Psycho, gespielt von Dennis Hopper, manipuliert einen Bus voller unschuldiger Passagiere und droht, dass der explodiert, wenn er langsamer als 80 km/h, also 50 Meilen pro Stunde fährt. Keanu Reeves als Bulle rettet die Situation zusammen mit der Passagierin Sandra Bullock. Super spannend, rasant inszeniert, simple Prämisse, knackig umgesetzt. Das Sequel musste kommen, doch leider hatten beide Stars wenig Bock auf ein Drehbuch, das aus einem abgelehnten Stirb-Langsam-Skript zusammengewürfelt worden war. Ja, tatsächlich. Sandra Bullock konnte dann aber mit viel Geld überredet werden, weil es ihr ermöglichte, ihr eigentliches Wunschprojekt, das Drama, eine zweite Chance zu drehen. Keanu Reeves mochte das Skript auch nicht und hatte erstmal auch genug von Action und drehte dann lieber im Auftrag des Teufels mit Al Pacino. Das ließ Regisseur Jan de Bont ohne Actionstar, ohne Hauptrolle zurück und er castete Jason Patrick, der immer so der B-Filmstar war. Und die Prämisse eines Schiffs, das außer Kontrolle geriet, hatte zwar eine wirklich außergewöhnliche, spektakuläre Actionszene im Finale zu bieten, die zum Teil real, also in echter Größe und nicht mit Modellen gedreht wurde und die heutzutage immer noch ziemlich geil aussieht, aber davor gab es einfach nur viel Rumgerenner auf dem Kreuzfahrtschiff und Gangsterharz und ja einfach viel Schiff und Wasser, was für Action jetzt so mittelgut ist, einfach weil wir Geschwindigkeit viel schlechter einschätzen können, wenn wir keine Anhaltspunkte haben wie die Umgebung und Straße beim Bus in Teil 1. Auch Stirb langsam 2 hätte vermutlich nicht funktioniert, wenn statt Bruce Willis nur seine Frau Holly und irgendein anderer Action-Dude die Hauptrollen gespielt hätten und deswegen scheiterte Speed 2 mit Anlauf bei der Kritik
und auch an der Kasse. Er gilt heute als eines der schlimmsten Sequels der Filmgeschichte und hat den Franchise absolut erledigt. Es gab bis heute weder ein Reboot noch ein Remake der Reihe. Das muss man auch erstmal schaffen, eine Reihe gleich mit dem ersten Sequel zu killen. Das ist nichts, es geht schlimmer. Wie das denn? Eine Reihe gleich mit dem ersten Film gegen die Wand fahren? Zum Beispiel, das hat ja Stormbreaker geschafft. Kennt wahrscheinlich keiner von euch. Die erste Adaption der Alex Rider Spionageromane von Anthony Horowitz. Das sollte 2006 die nächste große britische Action-Abenteuer-Filmreihe werden. Quasi der nächste Harry Potter. Aber der Film floppte. Zum einen wohl, weil ein 14-jähriger James-Bond-Verschnitt damals nicht so zündete. Aber auch, weil Hauptdarsteller Alex Pettyfer wohl schon damals eine absolute Diva war und allen ziemlich auf den Sack ging. Was wohl auch der Grund ist, warum er es bis heute nie so richtig zum großen Star geschafft hat, trotz mehrerer Versuche, ihn zum Next Big Teenie-Schwarm zu machen. Stormbreaker soff an der Kasse und bei der Kritik wirklich ab. Und von Alex Rider hörten wir erst 16 Jahre später wieder was. 2020 kam die ziemlich gute Amazon-Serie, die dann deutlich besser umgesetzt war. Und selbst Star Power schützt nicht vor einmal und nie wieder Flops. Auf dem Höhepunkt der Cinematic Universe History, als jedes Studio auch sowas wollte wie Marvel, da verkündete Universal 2017, dass sie jetzt ihr altes Monster-Universum, das wir auch schon im Bonus-Video erklären, wenn ihr da reinguckt nachher, als Dark Universe neu starten würden. Etwas, das schon zweimal vorher mit Van Helsing und dann The Wolfman nicht so richtig geklappt hatte. Und diesmal kündigten sie an, gleich alle ihre großen Monster neu zu verfilmen und veröffentlichten ein Foto mit Tom Cruise, der ja im Mumienfilm dabei war, Javier Bardem, der sollte einen Dr. Frankenstein-Film bekommen und Russell Crowe, einen mit Dr. Jekyll und Johnny Depp, der sollte den Unsichtbaren spielen und der Dracula Untold-Film von 2014 wurde nachträglich auch schon als Teil dieses Dark Universe bezeichnet. Na, der war aber auch schon ziemlicher Schrott. Ja, aber davon ließ sich Producer Alex Kurtzman nicht beirren. Mit einem Drehbuch von David Koepp drehte er The Mummy mit Tom Cruise und der Film legte eine komplette Bauchlandung hin. Er war weder so trashig spaßig wie die 90er-Jahre-Filme, noch ernsthaft gruselig. Er war nur meh. Und auch finanziell ein Debakel, das zwischen 60 und 95 Millionen Dollar Verlust machte für Universal, gibt's verschiedene Quellen für. Und damit war das Dark Universe auch gleich zum Start erledigt. Statt großer Blockbuster gab Universal seine Monster dann an Blumhouse, Focus Feature und Co., die mit kleinem Geld dann unterhaltsame Standalone-Horrorfilm-Reboots vom Invisible Man drehten und Sachen wie jetzt kürzlich Lisa Frankenstein, Renfield oder den eigentlich ziemlich guten Abigail, die aber jetzt alle kein Cinematic Universe sind. Aber das war trotzdem nicht der größte Franchise-Killer. Was geht denn da noch drüber? Allegiant, die Bestimmung. Ach du liebe Scheiße, die hatte ich völlig vergessen, die Divergent-Reihe. Ja, als Twilight, Harry Potter und Hunger Games der heiße Scheiß waren, wurde ja eine Weile jedes Young-Adult-Buch verfilmt, egal wie schrecklich es geschrieben war. Und während die jetzt ebenfalls nicht so geil geschriebenen Maze Runner-Bücher immerhin als Verfilmung beendet wurden, ist die Divergent-Reihe so enttäuschend gelaufen, dass sie ohne Ende abbrach und das, nachdem noch großkotzig beschlossen worden war, das letzte Buch auf zwei Filme aufzuteilen, wie Twilight, Hunger Games und Harry Potter das auch gemacht hatten. Und dann haben sie nie einen zweiten Teil gedreht, ich erinnere mich. Ja, denn Allegiant lief deutlich schlechter als die Vorgänger und spielte rund 100 Millionen weniger ein. Und er bekam noch miesere Kritiken als die ersten beiden, die auch schon nicht gut ankamen bei der Kritik. Daraufhin wurde gesagt, wir erzählen die Geschichte einfach in einer TV-Serie zu Ende. Woraufhin Hauptdarstellerin Shailene Woodley meinte, nö, ich bin für Film verpflichtet, ich mach keine Serie. Und bis August 2017 war dann klar, es gibt weder einen letzten Film noch eine Serie. Und Divergent endete mit einem Cliffhanger, was mal so richtig mies war für die Fans. Für die beiden, die die Reihe mochten. Okay, Zeit für die Auflösung. Du hast vorhin gesagt, dass ich unser Mystery-Film Beispiel nehmen sollte am gecancelten Karate Kid trifft Rocky's Sohn-Projekt. Deswegen tippe ich jetzt mal auf Alien vs. Predator 2. Gut geraten, aber nein. Tatsächlich aber sehr dicht dran. Denn auch Alien vs. Predator 2, beziehungsweise Requiem, wie der Film offiziell heißt, war ja ein Film, der absolut durchfiel bei der Kritik und trotz ganz ansehnlichem Box-Office als eines der schlechtesten Sequels ever bezeichnet wird. Die legendären Monster aus zwei großen Franchises degradiert zum Teenie-Slasher mit Action-Szenen, die fast nur im Dunkeln spielen. So dunkel, dass es dann auch egal war, dass der Film jetzt tatsächlich mal R-rated war, im Gegensatz zum Vorgänger.
weil man eh fast nichts sehen konnte. Gedreht von zwei Special Effects Experten, deren Talent jetzt nicht unbedingt im Storytelling lag. Und ja, danach wurde Alien dann mit Prometheus quasi rebootet und die Predator-Serie versucht seitdem dreimal sich neu zu erfinden mit Predators, The Predator und Prey. Auch so mitteldurchwachsen erfolgreich. Also der Film hat den beiden Franchise schon einen ordentlichen Schlag versetzt. Aber ich meinte einen Film, der erfolgreich war, aber auch gleich zwei Franchise beendet hat. Freddy vs. Jason. Nach jahrelang angeteasert traten die Horror-Ikonen Anfang der 2000er gegeneinander an. Das Ganze war ein finanzieller Erfolg, aber es war auch gleichzeitig das letzte Aufbäumen der ikonischen Figuren. Ein Sequel, Ash vs. Freddy vs. Jason, in dem Evil Dead auch noch dazukommen sollte, war eigentlich geplant, wurde aber später nur als Comic umgesetzt und erst 7 bzw. 8 Jahre später wurden dann Reboots der Serien versucht, die aber beide furchtbare Rohrkrepierer waren. Freddy vs. Jason war so ein doppelter Franchise-Killer, obwohl er Erfolg hatte. Das ist schon irgendwie lustig. Ja, und nachdem Robert Englund, der einzig wahre Freddy, zu alt ist und die Rechtslage bei Freitag der 13. weiterhin sehr kompliziert ist, da wird sich seit Jahren verklagt und zuletzt wurde eine Crystal Lake TV-Serie in der Entwicklung abgebrochen, da sind die beiden Franchises wohl erstmal doom, 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 you're doom, doom. Welchen Franchise-Killer fandet ihr am schlimmsten und sind einige vielleicht zu Unrecht gescheitert? Sagt es uns in den Kommentaren und jetzt sagt mit uns Danke an alle, die solche Deep Dives hier möglich machen. Die Patreons, die uns supporten. Willst auch du dazugehören? Dann klick dich auf den Link in der Beschreibung oder lass uns doch ein einmaliges Trinkgeld per PayPal da. Und jetzt noch viel Spaß bei diesem Video.